Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank auf 12 Volt. Wir nehmen einen ganz normalen Haushaltskühlschrank und nehmen den ohne Kühlmaschine und setzen dann eine 12 Volt Kühlmaschine ein. Der Preis von dem Gerät ist 950 Franken Euro und jetzt noch ein bisschen Aktion, komme ich nachher dazu. Aber dieser Kühlschrank, wenn ich den im Handel anschaue, kostet der um die 200 Franken Euro. Warum soll ich jetzt 950 dafür ausgeben, wenn ich den gleichen Schrank ja mit weniger Geld bekomme? Weil, wenn ich dann so eine 100 Amperestunde Batterie habe und so einen Wechselrichter, 1500 Watt, die Batterie brauche ich ja so oder so, aber der Wechselrichter, der kostet nicht 500 Euro, der kostet weniger und ich könnte den auch mal brauchen für wie irgendwas anderes. Wenn ich diesen Kühlschrank direkt betreibe an 12 Volt, dann braucht er um die 400 Wattstunden am Tag. Diese Batterie hat 1200 Wattstunden. Also das heißt, ich kann diesen Kühlschrank 3 Tage mit dieser Batterie bei normalem, durchschnittlichem Sommerwetter betreiben. Wenn ich den Kühlschrank über einen Wechselrichter betreibe, da habe ich die Verluste vom Wechselrichter und ich habe einen schlechteren Kompressor und ich brauche etwa doppelt so viel Strom. Da mache ich euch in der Endcard hier oben ein Video. Das heißt, ich kann spare Geld am Wechselrichter, aber dafür brauche ich an sich eine größere Batterie, dass ich auch 3 Tage Autonomität habe und ich brauche statt ein 150 Watt Solarpanel brauche ich ein 300 Watt Solarpanel. Ich muss das installieren, ich brauche den größeren Regler, ich brauche dickere Kabel. Aus diesem Grund direkt betreiben, direkt auf die Batterie, solch ein Kühlschrank hier. Mit dem Kompromiss, dass er teurer ist, aber eben er läuft wesentlich länger. Ja, habe ich gesagt, 3 Tage läuft dieser Kühlschrank mit so einer 100 Amperestunden Batterie. Wir haben 150 Liter Inhalt, mechanischer Thermostat, Innenbeleuchtung und wir haben kein Eisfach. Ein Eisfach oder ein Tiefkühlfach, das braucht mehr Energie. Wir haben den gleichen Kühlschrank, verlinke ich euch am Schluss, genau gleich groß, aber mit dem Eisfach. Hat dann einen höheren Stromverbrauch, statt 400, da muss ich nachgucken, da steht wieder nicht drin, braucht er etwa 500 Watt Stunden am Tag. Ja, von vorne nichts Besonderes, von hinten schauen wir uns den Kühlschrank an. Wir sehen hier, das ist ein BD35K. Dieser Kompressor hier, der BD35K, läuft mit Isobutan, ist also FCKW, FKW und weiß nicht was alles frei und hat einen GWP von 3 und wir dürfen haushaltsdesignte Kühlgeräte, und das ist ein haushaltsdesigntes Kühlgerät, nur noch mit Kältemittel betreiben, die einen kleinen GWP haben. Weiter sehen wir, hier oben ist eine Tropfschale drin. Das heißt, das Kondenswasser wird hier aufgefangen und direkt verdunstet. Das Kabel hier, der Anschluss, das ist ein 2,5 Quadratkabel. Das kommt hier aus der Werkstatt vom Testen. Hier die Leitung von der Länge, von der Batterie, über Hauptschalter, Nebenschalter, Zwischenschalter bis zur Batterie oder Kühlschrank. Die Länge sollte im Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen.
Wir sehen hier das Tippenschild. Das ist also ein WL153. Das ist das erste Gerät aus dem März 2021. 1224 Volt R600, hergestellt in der Schweiz. 130 Liter Inhalt, 70 Watt Spitze, Kompressor und normale Klimabedingungen. Also nicht irgendwas Spezielles. Ja, das von diesem Solarkühlschrank WL153. Hier oben mache ich euch einen Link mit dem Kühlschrank und das Vorgängermodell, was mit Wechselrichter läuft. Dann hier der mit dem Tiefkühlfach. Und dann haben wir einen neuen Kühlschrank unten, der so hoch ist, der WL171. Und bis Ende März haben wir einen Aktionspreis von 880 und nachher gehen wir mit dem Preis ab 1. Mai hoch für 950 Franken oder Euro. Der Preis ist gleich in Franken oder Euro, weil wir haben unterschiedliche Mehrwertsteuern. Ich wünsche euch einen schönen Tag.